Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X4 Foundations. So, dieses Schmuckstück gehört jetzt mir und ich gehe mal an Bord. Gehe mal ans Steuer. Unser neuer Kapitän oder Kapitänin. So, abdocken. Und auf geht's zum profitable Handel 3. Ich habe den alten verkauft, den kleinen. So, jetzt will ich aber erstmal das Ziel setzen. Und. Er bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. So. Also, erstmal müssen wir dahin. Die Autobahn. Da werde ich dann Smart Chips kaufen und dann werde ich die hier in Argon Prime wieder verkaufen. Wir haben jetzt einen ordentlichen Laderaum. Drill oder so ein Schürffahrzeug, das war einfach zu teuer. Das konnte ich mir noch nicht leisten. Ich denke mal so. Wollte ich doch gar nicht. Also, so. So, da sind wir. Sehr praktisch, diese Autobahn. So. Er speichert immer brav. Ich hatte lange überlegt. Kontakt. So, müssen wir mal gucken, ob das hier richtig ist. Erreiche System. Feiner Blick. Aber das stimmt so. Nee, das stimmt nicht. Oder gibt es noch ein Alt-Teil? Das kann natürlich sein. Dass es noch einen anderen Weg gibt. Gehen wir wieder in die Datenautobahn. Datenautobahn. Ich weiß gar nicht warum. Nee, hier ist richtig. Also wir müssen doch hier hin.
So. Ne? So, jetzt. Aber natürlich jetzt nicht mehr viel Kohle, um Ware einzukaufen, aber das summiert sich dann nach einer Zeit wieder. Also wir werden unser Geld wieder aufstocken, das ist kein Ding. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal dieses Schiff mit mehr Laderaum, das ist entscheidend. Und vielleicht mache ich es auch so, dass ich einen Handelscomputer 2 kaufe, wenn ich genug Kohle habe, und lasse dann meinen Piloten alleine handeln. Ich weiß noch nicht. Ich bin nämlich vorhin angegriffen worden. Da habe ich meinen kleinen Elite-Dings-Angreifer verloren. Oh, Entschuldigung. Und musste nochmal neu laden, weil mir das sowas von gegen Strich gegangen ist. So, jetzt wollen wir mal gucken. Okay, wir müssen jetzt hier raus. Da. Da müssen wir hin. Reisegeschwindigkeit oder Reisemodus, Umschalt 1. Als nächster Schritt kommt dann die Erzschürfergeschichte. Da werde ich dann den Erzschürfer kaufen, den kleinen mit einem Pilot. Da werde ich meinen Piloten reinsetzen. Ich selber werde weiter Handel betreiben. Und ja, dann können wir endlich unsere Baumstation bauen. Die Fleischproduktion. Und wenn das läuft, dann geht es eigentlich peu à peu schneller mit dem Geldverdienen. Andere Systeme erobern nicht, aber vielleicht mit einer Station besetzen, da Geld verdienen. Auch mal größere Schiffe kaufen, Schlachtschiffe oder ich weiß nicht, was es hier alles gibt. Auf jeden Fall sowas. Auf jeden Fall wäre jetzt schon mal ein schönes großes Schiff. Fordere umgehend Verstärkung an. Mit viel, ich glaube 9000 Kubikmeter Laderaum oder so. Ich glaube Autopilot gab es hier noch nicht oder so, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sieht es schon mal besser aus als in der letzten Folge. Ration habe ich gleich mitverkauft. Handelscomputer habe ich natürlich jetzt hier nicht an Bord, weil der war zu teuer dann. So, jetzt ist man dahin. System, schwarze Sonne. Was jetzt an oder aus? Weiß ich gar nicht. Nee, ist an. So. Was wollte ich gerade sagen? Weiß ich gar nicht. Ich vergessen jetzt. Ja, Handelscomputer habe ich jetzt nicht. War zu teuer, sonst hätte ich es nicht kaufen können. Kaufen wir vom ersten Profit, den wir hier haben. Am Dock in Argon Prime. Ich glaube, nee, in diesem profitable Handel 3 gab es, glaube ich, sogar MK2. Ich glaube, der ermöglicht es dann auch, dem Piloten zu handeln irgendwie. Mal schauen, vielleicht kaufe ich nochmal einen kleinen Frachter und lasse den dann auch handeln. Weiß ich nicht. Also mir macht das Handeln selber Spaß. Abbauen können andere. Das mache ich in so vielen anderen Spielen. Ja, das ist... Man könnte jetzt dieses... die Zeit beschleunigen, aber da bin ich kein Freund von. Ich glaube, das war mit Schalt 4 oder so. Weiß ich gar nicht.
Ja, wir können ja mal kurz gucken. Unser Schiff. Merkur Angreifer nennt sich das Ganze. Laderaum hat da 8200, sowas. Software. Ach doch, er hat einen Handelscomputer sogar. MK1. Na. Oh. Er geht immer aus dem Modus raus, aus dem Reisemodus, wenn man sich irgendwie hier umschaut. So. Superhighway, schwarze Sonne, 5. Einmal gehe ich noch. Ah ja, hier lang, dann hier rum. Gut. Booster haben wir nicht im Moment. Ja, ich werde mir mal ganz kurz mein Näschen pudern, putzen. Und das Mikro ausmachen, weil das Trompeten möchte ich euch nicht antun. So, wieder da. Na, ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen Cut. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich bin im System angekommen. Profitabler Handel. Der Teladi. Und jetzt muss ich es nur noch heil in die Station schaffen. Und Teladi Handelsstation. Außerhalb von Andock-Reichweite. Achso, ja, wir sind noch zu weit weg. Okay. Bei 7 Kilometern. Booster habe ich nicht, aber das macht nichts. Jetzt dürfen wir. Diesmal ist es ja ein größeres Schiff. Mal gucken. Wir werden eh gleich abgebremst im Raum da. Hangar. Da ist schon unser Landeplatz. Müssen wir uns einmal drehen gleich. Ach, da. So, nett. Ich würde mal sagen, wir gehen schon mal runter. So. Schafft. Sehr schön. Gut, ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier noch handeln. Kurz. Erfolgreich angedockt. Wir werden jetzt unseren
Container voll mit Smart Chips hauen. Und so. So. Gut, das dauert jetzt einen Moment. Das sieht man auf der Karte immer ganz gut ein. Ne, wo waren die Zeitangabe? Nee, gerade nicht, aber gut. Guck, ob der Laderaum voll ist. Ja, der ist jetzt voll. Wir haben alles aufgebraucht. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge düsen wir dann los zurück zu Argon Prime. Und dann Merkur, Angreifer. Verkaufen wir das wieder. Ich kann ja nur mal kurz einen Blick auf das Schiff. Zack. Ich weiß gar nicht, ob man dem auch einen Namen geben kann. Ich glaube ja. Das ist unsere neueste Errungenschaft. Merkur. Hübsch, hübsch. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir ein bisschen Asche. Und dann motzen wir das Ding hier noch ein bisschen auf. Das braucht noch einiges an Sachen. Schutz vor allen Dingen. Und vielleicht auch, weiß nicht, ob man Geschütztürme auch drauf machen kann. Wir werden sehen. Ja, bis dahin eine schöne Zeit. Und tschüss. Mein Baby. Tschüss.